Jo, Q&A-Video, los geht's. Mal eine allgemeine Frage, wie ist dein Standpunkt zwischen Ranked und Competitive? Ist Ranked eine Grundlage, damit man sich im Competitive-Bereich besser einfindet? Oder sagt der Rang von einem Spieler gar nichts aus? Irgendwo muss man anfangen, besser als gar keine Grundlage, würde ich jetzt sagen. Dennoch ist die Aussagekraft des Rangs recht grob. Wenn ich einen Silber- und einen Diamond-Spieler gegenüberstelle, kann ich schon mit hoher Sicherheit sagen, wer besser ist. Wobei selbst das durch Elo-Glitches und Co. ungenau sein könnte. Nicht so einfach ist es jedoch, wenn der Abstand weitaus geringer ist, zum Beispiel wenn ich Low Diamond mit High Platin vergleiche. Das nimmt sich auf den ersten Blick nicht so viel und dort spielen viele andere Faktoren eine Rolle, die der Rang nicht wiedergeben kann. Hat er das Solo erreicht oder als Team? Wie sind seine Callouts? Welche Operator spielt er? Wie sieht das aus, wenn er mit anderen Leuten zusammenspielt? Könnte er als In-Game-Leader funktionieren und so weiter? Ich habe Kollegen, die in der GSA League spielen, welche seit Seasons kaum oder gar kein Ranked spielen. Slasher von Ovation kommt seit Northstar nicht mal auf 40 Ranked Games. In dem Bereich guckt man nicht mehr so sehr auf den Rang, da die Spieler durch offizielle Matches, Scrims oder generell jahrelanger Competitive-Erfahrung ihre Qualitäten bereits gezeigt haben. Aber klar, da muss man erstmal hinkommen. Teams können nicht jeden Spieler testen. Das würde viel zu viel Zeit kosten. Man benötigt also Möglichkeiten, um schon mal grob aussortieren zu können. Und da ist der Rang die einfachste Möglichkeit. Wie gesagt, das ist nur ein grobes Aussortieren. Es gibt allerdings nicht nur EU und GSA League. Wie wir es auch in anderen Sportarten kennen, gibt es unterschiedliche Leistungsklassen. Ganz simpel runtergebrochen ist Competitive einfach nur Siege mit ein paar anderen Match-Settings. Als würde ich Fußball im Verein spielen. Da gibt es nicht nur Regionalligen höher, sondern ebenso die typischen Sonntags-Kreisliga-Vereine. Bei Siege ist das nicht anders. Es gibt genügend Community-Ligen für fast alle Skillniveaus. Als Kupfer wird es dann doch etwas schwieriger. Falls einem der Bezug zu Competitive fehlt und man möchte mal reinschnuppern, kann man mal sein Glück in der DSBL versuchen. Das ist natürlich nicht das höchste Niveau, aber für einen Neuling perfekt. Was ist deiner Meinung nach das Gameplay-Element an Rainbow, welches dir momentan am meisten Spaß macht? Ich würde sagen, das Ausprobieren der Operator-Gadgets. Zuletzt hatte ich echt Spaß daran gehabt, immer wieder Asami und Goyo zu testen und zu schauen, auf welchen Spots kann man sie am besten nutzen und wo muss man akzeptieren, dass dieser Operator nicht zu 100% passt. Asami fällt da eventuell etwas raus, weil die einfach extrem stark ist. Goyo würde ich jedoch eher als einen Nischen-Operator bezeichnen. Diesen Stil hat man zuletzt auch bei meinen Operator-Guides gesehen. Neben Asami und Goyo hat auch Glass einen neuen Operator-Guide bekommen und ich denke gerade sogar darüber nach, über Fuse einzumachen. Es gibt bestimmt ein paar Bombspots, auf denen Fuse richtig gut ist und die versuche ich aktuell zu finden. Das ging speziell los, weil mein Operator-Pool zwischen Ranked und Unranked so krass variiert. Im Rank gehe ich oft auf Nummer sicher und spiele in der Verteidigung sehr viel Jäger. Den kannst du quasi immer gebrauchen, mit seiner Waffe komme ich super gut zurecht und das Risiko ist ziemlich gering. Doch auch bei Goyo und Fuse kann das Risiko gering sein, solange man sie nicht dauerhaft pickt, sondern nur auf gewissen Spots. Aufgrund der massiven Cheater-Probleme kann man Ranked sowieso vergessen. Dementsprechend habe ich mehr Zeit, um im Unranked herumzuprobieren. Das mache ich jetzt nicht dauerhaft. Zu Sledge und Smoke sage ich nie nein. Ein bisschen Abwechslung muss gelegentlich allerdings schon sein. Welchen Operator würdest du eine Secondary EMP geben, sodass sich die Bannrate von Thatcher ändert? Fangen wir mal andersherum an, sprich wem würde ich sie definitiv nicht geben und dann schauen wir mal, wer so übrig bleibt. Einmal wären das die typischen Run-and-Gun-Operator wie Ashe oder Sophia, damit diese die EMP nicht nur einfach vor die Tür schmeißen, sodass alle Fallen ausgeschaltet werden und dann rennen die stumpf on-site. Danach würde ich alle Heartbreacher und Operator streichen, deren Spezialfähigkeit zu stark davon profitieren würde, wie Fuse, Flores, Ying, vielleicht auch Sense, Dokubi, Lion oder Nomad würde ich jetzt eher nicht dazu zählen. Siege ist weiterhin ein Teamspiel, da sollen die Operator durchaus zusammenarbeiten. Ansonsten die Disabler wie Kali, Zero, Twitch und Thatcher selbst erfüllen diesen Zweck bereits mit ihrer Spezialfähigkeit. Die brauchen nicht noch mehr. Zuletzt könnte man außerdem alle Operator mit Granaten erwähnen, weil die sowieso besser sind. Da sieht die EMP kein Land. Von denen, die übrig bleiben, wurde Gridlock so ziemlich bestätigt. Die hat man damals auch im Reveal-Video gesehen. Dazu fände ich auf jeden Fall Osa, Dokubi und Lion echt gut.
Nomad wäre eine Möglichkeit. Da jedoch Gridlock bereits eine EMP bekommt, fällt Nomad vermutlich raus, damit die sich mehr voneinander unterscheiden. IQ wäre ebenso spannend. Hier gefällt mir die Interaktion mit der Spezialfähigkeit sogar ganz gut. Dort sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Man schaltet die Gadgets immer noch für jemand anderen aus und nicht nur für sich selber. Teamwork wäre also weiterhin vonnöten. Die Sache ist bloß, aktuell ist es so geregelt, wenn ich einem Operator ein neues Sekundär-Gadget gebe, muss gleichzeitig ein anderes dafür entfernt werden. Nach einem Leak wird das wohl in der kommenden Season geändert, sodass zukünftig auch 3 Optionen zur Wahl stehen können. Dies würde noch mehr Möglichkeiten geben, weil niemand etwas verlieren würde. Dann kann ich auch Glass oder Nöck die EMP in die Hand drücken. Ich werde zwar weiterhin eher die anderen Sekundär-Gadgets nehmen, Frags bei Nöck und Rauchgranaten oder in Sonderfällen ebenfalls Frags bei Glass, doch für die weitere Option ist nichts rausgeflogen. Ich denke, dass es Siege sehr helfen würde, wenn große Streamer und YouTuber, besonders im deutschen Raum, dem Game mal eine Chance geben würden. Dadurch würden viele dem Game eventuell nochmal eine Chance geben, ja. Und es würden auch neue Spieler dazukommen, was auch das Skill-Level senken könnte. Was ist deine Meinung dazu? Grundsätzlich ja, halte ich für die richtige Idee. Das wurde allerdings auch schon oft probiert. Meistens waren das einmalige Streaming-Events, die recht kurz waren, dafür jedoch einige bekannte Namen dabei hatten. Dementsprechend hat das sicherlich echt gut Geld gekostet. Langfristige Projekte, langfristig mal in Anführungszeichen gesetzt, einfach mehr als 2 Streams, gab es nicht so wirklich. Vielleicht wäre hier ein neuer Ansatzpunkt. Man überlegt sich ein neues Konzept, eine Art Academy-Serie, bei welcher die Episoden ebenso auf YouTube hochgeladen werden. Und dann nimmt ein Rainbow Six Creator einen bekannteren Creator an die Hand und führt ihm nach und nach durchs Spiel. Dazu sollte man explizit hervorheben, was alles in den letzten Jahren verändert wurde. Quasi die bisherigen Coaching-Events etwas mehr auf eine einzelne Person zugeschnitten. Bisher sind selten Leute länger dran geblieben. Eventuell sollte man also mal einen anderen Ansatz probieren. Die Streamer-Auswahl fand ich immer ganz okay. Da waren Creator aus den verschiedensten Bereichen dabei. Dieses Jahr ist das alles noch etwas ruhig. Da gab es letztes Jahr mehr. Aber naja, was willst du aktuell auch bewerben? Jeglicher Content wird verschoben. Vielleicht wäre dies eher eine Idee für Season 4 zusammen mit Cross-Progression und dem Reputation-System. Wie zufrieden bist du derzeit mit dem Map-Pool und dem Map- sowie Operator-Bann-System? Den Map-Pool finde ich sogar in Ordnung, nur Kanal und Favela sind jetzt nicht so meins. Favela merkst du an, dass es für Casual designt wurde und bei Kanal ist es eher persönlicher Natur. Die Map ist mein Kryptonit. Da raff ich teilweise gar nichts. Es gibt Runden, da bin ich richtig gut, aber dann gibt es auch wieder 3, da kannst du mich echt in die Tonne schmeißen. Bei Emerald Plains bin ich mir aktuell nicht sicher. Dafür müsste ich sie mehr spielen, weil das habe ich über die letzten Jahre auf jeden Fall gelernt. Um eine Map wirklich vernünftig einschätzen zu können, sollte man sie über eine längere Zeit gespielt haben. Nur, naja, hat man absolut keine Chance dazu. Selbst wenn neben Emerald Plains Kanal und Favela im Map-Bann drin sind, kann man sich sehr sicher sein, dass Emerald Plains trotzdem rausfliegt. Sowohl im Ranked als auch im Unranked, wo es ja eigentlich um nicht viel geht. Und das wird über die Zeit nicht automatisch besser, weil die Leute nun noch mehr die Befürchtung haben, dass die Gegner die Karte mittlerweile beherrschen, während man sich selber monatelang davor gedrückt hat. Der kommende Map-Bann mit 5 angezeigten Maps und weiterhin nur einem Bann pro Team wird für mehr Variation insgesamt sorgen, da man nur noch die Map bannen kann, auf die man gar keinen Bock hat, jedoch keinen direkten Einfluss darauf hat, welche es am Ende wird. Emerald Plains hilft das vermutlich, aber wenig. Vielleicht muss man wenigstens für Unranked sogar nicht bannbare Maps einführen. Klingt erstmal hart, doch manchmal muss man die Leute einfach zwingen, sich an neue Sachen zu gewöhnen. Von alleine werden die das nicht tun. Ich denke, die neue Stadion-Map, welche wohl das Stadion von 2021 sein wird, wird sich wohl etwas besser schlagen, trotzdem weiter unten angereiht sein. Das Operator-Bann-System ist ganz gut, um anstrengende Operator rauszuhauen. Klar, häufig sind das immer die gleichen Bans. Dennoch, irgendwoher kommen die ja. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Finca mit LMG und solange Ubisoft sie nicht nerft, wird sie halt gebannt. Fertig.
Deswegen bin ich echt froh, dass es das System gibt, selbst wenn es lange nicht so stark ausgereizt wird wie in Competitive. Dort richtet man sich an die Gegner und haut nochmal etwas speziellere Buns raus. Aber auch für Ranked gibt es Strategien. Spielt einer in unserem Team gerne Ying, banne ich Warden. Habe ich Lust auf Goyo, nehme ich Twitch raus. Ich zum Beispiel banne gerne Vigil, um mir den Roamer-Hunt zu erleichtern. 4 Buns pro Team wären einflussreicher und hätten wirklich mal Impact, dauert allerdings auch länger. Für Competitive kein Problem, da ziehen sich die Matches sowieso über mehr Runden. Im Rank sollte man schon darüber nachdenken, ob man dort ebenfalls dann die Rundenzahl erhöht. Sonst könnte das ziemlich nervig sein, wenn du zuvor Ewigkeiten am Bannen bist und am Ende geht die Runde 4-0 aus. Dazu ist der Effekt im Ranked schwer einschätzbar. Bei 5-Stacks lässt sich bestimmt viel machen, indem man bestimmte Spielstile massiv einschränkt. Zum Beispiel haut man Mozzie und Alibi raus, um die 1,5-fach-Visiere zu reduzieren. Oder Sophia und Finca aufgrund der LMGs und so weiter. Da gibt es bestimmt einige Möglichkeiten. In der Solo-Queue könnte der Effekt jedoch weitaus geringer ausfallen. Am besten testet man das zuvor in Competitive und schaut danach, ob es auch für Rank geeignet wäre. Das eilt jetzt nicht. Lieber vorher sicher gehen, dass es passt. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.